Spike-Reifen sind immer noch Exoten im Straßenverkehr. Kein Wunder, denn in Deutschland sind sie auf Motorrädern und Autos nicht erlaubt. Auf Fahrrädern schon. Deswegen möchten wir euch ein paar Informationen über die Benutzung von Spike-Reifen geben. Man kann und darf Spike-Reifen auf der Straße fahren. Es gibt keine gesetzlichen Einschränkungen. Jedoch, wenn wenig Schnee liegt oder keiner, werden dich die Laufgeräusche bald stören. Es ist nämlich ziemlich laut. Du brauchst keine Angst haben, auf nicht schneebedeckten Straßen wegzurutschen. Die Spikes krallen sich sogar an Asphaltstraßen und auch schnelle Kurven sind kein Problem. Selbst auf deinem E-Bike darfst du Spike-Reifen benutzen. Lediglich schnelle E-Bikes dürfen keine Spike-Reifen haben, weil sie als Kraftfahrzeuge gelten. Um den Spike-Reifen ordentlich einzufahren, solltest du ca. 40 km moderat auf einer Asphaltstraße fahren. Vermeide dabei heftiges Abbremsen oder Beschleunigen. Alle Schwalbe-Spikes haben einen extra harten Kern aus verschleißresistentem Wolfram-Carbid. Damit kannst du mehrere tausend Kilometer fahren. Dass sich die Ecken rundschleifen und die Spikes etwas tiefer eindrücken, ist normal. Hast du ein paar Spikes verloren, ist das kein Problem. Wir bieten ein Set mit Ersatzspikes und Werkzeug an. In sehr tiefem Schnee kommen natürlich auch Spike-Reifen an ihre Grenzen. Trotzdem gilt, je breiter der Reifen, desto besser auch in tiefem Schnee.